Der Freitag. Eine Frage, die Schulkinder vielleicht schon vor 100 Jahren stellten und der man auch heute immer noch wieder begegnen kann, lautet: Warum müssen wir an einem Freitag zur Schule und haben an diesem Tag nicht frei? Also, völlig abwegig ist diese Kinderfrage in der Tat nicht, denn durch die sprachliche Nähe zwischen dem Freitag und einem freien Tag wäre ein solcher Zusammenhang durchaus zu vermuten. Doch den gibt es nicht. Bereits seit dem 4. Jahrhundert wird dieser Tag nördlich der Alpen nach der nordischen Göttin Frigg benannt, auch Freier oder Frieger genannt, und der Tag trug am Anfang den Namen Friadag. Später wurde daraus der Freitag und seit Martin Luther die heutige Bezeichnung Freitag. Tja, wer nun war aber diese Frigg? Nach dem Glauben unserer früheren Vorfahren gab es zwei große Götterfamilien, die Vanen und die Asen. Frigg stammte aus dem Geschlecht der Vanen und nach einem Krieg der beiden Geschlechter und dem anschließenden Friedensschluss übergab man die schöne Frigg den Asen als Friedenspfand. Sie wurde die Ehefrau des höchsten der Götter, das war Odin oder auch Wotan genannt, und sie gebar ihm zwei Söhne, Zeus und den Donar, dem der Donnerstag geweiht ist. Freya, die schöne Göttin, auf ihrem Wagen von Katzen gezogen, war in der Vorstellung der Menschen von wahrlich atemberaubender Schönheit. Obwohl sie vielleicht eine treue Gattin war, wurde ihr aber auch immer eine gewisse Promiskuität nachgesagt. Bei einem Streit im Rat der Götter wurde ihr sogar vorgeworfen, sie hätte mit allen Göttern und auch mit einigen Zwergen, die so verhasst waren, geschlafen. Bei den Menschen tat ihr dieser Ruf keinen Abbruch. Im Gegenteil. Sie wurde zur Göttin und Beschützerin der Liebenden. Der Freitag ist der beliebteste Hochzeitstag. Mit dem Einzug des Christentums ins nördliche Europa änderte sich die Bedeutung des Freitags. Christus wurde an einem Freitag gekreuzigt und so etablierte sich der Freitag bereits im ersten Jahrtausend in den Köpfen der Menschen als Unglückstag. Besonders in Geldangelegenheiten gilt der Freitag als schwarzer Tag und es gab in der Geschichte tatsächlich schon mehrere Börsenzusammenbrüche. Strenggläubige Christen essen an diesem Freitag Fisch. Wen wundert es da, dass unter den Fischern dieser Tag als Glückstag gilt?